Meine Königin, darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lisa Diederichs und ich bin aktuell die Weinkönigin von der Mosel. Und seit wann? Seit September. Und wie hat es bisher Spaß gemacht? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich kam schon unheimlich viel rund. Ich war schon öfter mal in Berlin, durfte große Städte bereisen und den Moselwein in ganz Deutschland rumtragen. Von der Mosel in die Welt. So ungefähr. Wie wird der neue 2014er Jahrgang? Der 2014er Jahrgang wird ein sehr interessanter und durchwachsener Jahrgang, würde ich sagen. Wir hatten bis Sommer, war alles super, alle waren glücklich, super Wetter, die Reben haben sich wunderbar entwickelt. Und dann kam der Herbst, da musste plötzlich alles ganz, ganz schnell gehen. Die Weine mussten ganz schnell in den Keller gefahren werden. Da kam noch die Kirschessigfliege dazu. Aber ich denke, das, was ich bis jetzt probieren durfte an 2014er Weinen, das waren alles wunderbare Weine, ganz großartig. Manche Weine sind noch etwas schwach auf der Brust, aber man merkt, dass sie so langsam kommen und spätestens in ein, zwei Jahren werden auch die sich zu großartigen Weinen entwickelt haben. Okay, wie sieht's aus? Welche Weintrends gibt es in 2015? Also ich denke, Weintrends lässt sich immer ein bisschen schwierig sagen. An der Mosel ist natürlich der Riesling unser Baby, aber ganz groß im Kommen sind doch einfach die Rotweine. Wir hatten zum Beispiel gerade auf der Prowein hier in Düsseldorf eine Weinprobe unter dem Motto Mosel in Rot. Aber der Riesling ist für mich ganz klar der Favorit und ich denke, die feinherben Rieslinge, sehr fruchtig, leichte Säure, das wird sich durchsetzen auf Dauer. Prima, besten Dank. Sehr gerne.